Generation Corona, Kinder und Jugendliche in der Pandemie. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu einer neuen Sendung. Wenn schon für uns Erwachsene der Umgang mit dieser Pandemie schwierig ist, wie gehen dann Kinder und Jugendliche mit dieser Situation um? Im Vergleich zu uns Erwachsenen hat ein Jahr im Alltag eines Kindes oder einer jugendlichen Person noch ein viel stärkeres Gewicht, was die sozialen, körperlichen und persönlichen Entwicklungen angeht. Junge Menschen sind darum besonders von den einschränkenden Corona-Massnahmen und auch den Folgen betroffen. Was ist mit Ihnen passiert in diesem Jahr? Ich freue mich jetzt auf die Diskussion mit meinen Gästen. Susanne Walica, Klinikleiterin der Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Universität Zürich. Und bei uns ist auch Margrit Stamm, Bildungsexpertin, emeritierte Professorin für pädagogische Psychologie und Erziehungswissenschaften an der Universität Freiburg. Sie führt außerdem das Forschungsinstitut Swiss Education in Aarau. Grüezi miteinander. Vielleicht gerade von euch beiden zum Anfang, die persönliche Einschätzung. Kann man aufgrund von ihren Erfahrungen bei Kindern und Jugendlichen bereits von einer Generation Corona reden? Ja, ich denke in einer gewissen Weise schon. Das hat jetzt nicht nur Nachteile. Also sie haben auch sehr, sehr viel gelernt im Hinblick auf Solidarität und dass nicht alles selbstverständlich ist. Aber sie haben schon sehr viel einsteigern müssen und müssen jetzt, es ist besonders anspruchsvoll für Kinder und Jugendliche, mit der Situation zurechtzukommen. Generation Corona, Margit Stamm, würden Sie sagen, ja, die haben wir? Also auf jeden Fall. Ich würde das, was Susanne Walica gesagt hat, eindeutig unterstreichen. Ich würde auch sagen, es gibt auch eine Generation Corona bei der Familie. Die jetzt aktiv am Erziehen, am Begleiten, am Fördern, am Kontrollieren, am Unterstützen sind, das wird sicher unsere Zukunft prägen. Und auch wir gehören neu mehr durch am Rand, auch wir Eltern gehören am Rand zu dieser Generation Corona. Ich glaube, das ist ein Fakt, wo wir aber erst jetzt eindeutig, von mir aus gesehen, erst so seit dem Dezember, Januar, langsam begreifen. Und vorher war das kein Thema. Vielleicht kommen wir noch auf das zu reden. Eine wichtige Zeit, wenn wir jetzt vielleicht gerade bei den Kindern sind, die in die Schule gehen, die in der Ausbildung sind, für die Entwicklung. Wie erleben Sie oder was erleben Sie als die grösste Einschränkung jetzt in dieser Zeit? Also aus meiner Sicht muss man unterscheiden, das haben wir bis jetzt auch viel zu wenig gemacht, zwischen kleineren Kindern und grösseren Kindern und Jugendlichen, dass das zwei unterschiedliche Typen von Kindern sind. Und das Zweite ist, dass wir unterscheiden zwischen dem schulischen Lernen und dem sozialen, was passiert ist. Also wenn Sie mich jetzt fragen, das Grundsätzliche von dieser Zeit, würde ich sagen, in einem grossen Teil der Kinder und der Jugendlichen ist es gelungen, die Zeit einigermaßen zu überstehen, zusammen mit mehr oder weniger Unterstützung der Familie. Aber es gibt eben auch einen bestimmten Teil, Susanne Walica, Sie werden es noch sagen, wie das aussieht, 15-20%, wo eben alle die Ressourcen nicht hatten, die schon vorbelastet sind, wo eigentlich durch die Maschen gefallen sind und wo wir erst jetzt langsam erkennen, wo wir eigentlich Probleme haben. Und diese Probleme sind eindeutig viel zu wenig erhöht worden von unseren Bundesgremien, sage ich jetzt mal so. Da hat es jetzt ganz viele Aspekte drin. Also, tun wir mal ein bisschen abarbeiten. Also, mal zuerst der erste Punkt, wo Frau Stamm sagt, also, wir müssen unterscheiden zwischen Kind, also kleineren Kind und Jugendlichen. Ist das etwas, wo Sie aus dem Alltag auch sagen müssen? Wir können nicht einfach sagen, wir reden von Kind, sondern es gibt wirklich Unterschiede. Absolut. Also bei den Kindern sind die Eltern natürlich noch ganz, ganz wesentlich. Die Eltern als Modell, wie man mit der Corona-Situation umgeht. Wenn die Eltern selber Angst spürt, dass das Kind ganz wichtig war, dass Eltern Fragen beantworten konnten und das Kind unterstützt haben. Also da spielt das eine ganz große Rolle. Deshalb denke ich, je nachdem, wie da die Konstellationen waren und eben auch die Möglichkeiten, daheim zu sein, lernen zu können, hat es schon auch eine Rolle gespielt. Und bei den Jugendlichen ist es halt so, je älter, umso mehr sind die anderen Jugendlichen, die sozialen Kontakte relevant. Was sind die konkreten, oder wenn Sie jetzt sagen müssen, okay, bei den kleineren Kindern
Und dann zu den Jugendlichen, was sind die grössten, sagen Sie, Probleme oder das, wo sich wie ein roter Faden sich durchzieht und Sie eigentlich im Alltag immer wieder jetzt mehr sehen? Also was, ich fange mal mit dem größten Problem an, oder? Bei den Jugendlichen ist es halt die zunehmende Hoffnungslosigkeit wegen der Perspektivlosigkeit. Am meisten, und wir haben auch Befragungen, repräsentative durchgeführt, ist es wirklich das Vermissen des sozialen Austauschs und Kontakts. Das schafft die Schule allein auch so nicht. Und dann eben, was sich durchzieht, ist dann die Zunahme der Verzweiflung bis hin zur Suizidalität. Und die ist enorm gestiegen. Und wo man kann direkt zurückführen auf die, ich sage jetzt mal, Einschränkungen, die wir jetzt mit der Corona-Pandemie haben? Also, oder im Wesentlichen? Also wir haben uns ja lange zurückgehalten, da kausale Schlüsse zu ziehen, weil wir sehen schon seit 10 Jahren bezüglich Depression und Suizidalität Anstiege, so um so 10-15% schon einmal pro Jahr. Aber seit dem Herbst war in unserem Notfall eine Inanspruchnahme, die ist angestiegen um 50%, und zwar nicht nur in Zürich, sondern auch in Bern, in Genf, in der ganzen Schweiz. Und jetzt noch einmal mehr im Januar, Februar. Und gerade die Suizidalität nimmt so stark zu. Und also da muss man jetzt schon sagen, und auch wenn man die Jugendlichen befragt, woran liegt es, was fehlt dir am meisten, da kommen eben diese Antworten. Ich weiß nicht mehr, wie ich meinen Tag gestalten kann, wie das weitergeht, was die Perspektiven sind, bekomme ich eine Lehrstelle, kann ich den Abschluss machen, verliere ich meine Freunde, ganz wichtig, verliere ich meine Freunde, finde ich überhaupt neue Freunde, und vielleicht kommen wir auch noch drauf, diese Phase ist für die Jugendlichen ganz wichtig für ihre Selbstentwicklung, für ihre Selbstwertentwicklung und ja, den nächsten Schritt zu machen. Wenn wir jetzt das aufnehmen, dass es betrifft eine Phase von der Weichenstellung. Also man hat gehört Hoffnungslosigkeit, Perspektivenlosigkeit. Jetzt kann man ja sagen, der Junge steht noch das ganze, die haben noch das ganze Leben vor sich wegen dem einen Jahr, wo es jetzt halt länger dauert. Das kann ja gar nicht so wahnsinnig schlimm sein. Wenn Sie jetzt das müssten, ein bisschen relativieren oder probieren zu sagen, wie sieht es denn bei den Jugendlichen wirklich aus? Was würden Sie sagen? Also ich würde eigentlich das zuerst einmal wiederholen, was Sie in Ihren einleitenden Bemerkungen gesagt haben. Sie haben gesagt, dass ein Jahr oder ein paar Monate für junge Menschen eben schon sehr eine lange Zeit ist. Und das sind wir uns eben nicht bewusst. Und ich glaube, das ist ein grundlegender Punkt. Junge Menschen haben bestimmte Zeiträume vor sich, wo sie den nächsten Schritt machen wollen, wo sie sich entwickeln wollen. Und ein Jahr ist für die extrem lang. Der zweite Punkt ist, dass Erwachsene häufig das Gefühl haben, die müssen jetzt einfach mal ein durchbeissen. Und wir haben es schliesslich auch nicht so einfach gehabt und die müssen jetzt halt einfach ein bisschen unten durch. Aber wir sind uns nicht bewusst, was eben ein entwicklungspsychologisch, was das bedeutet, ein Kind, das jetzt langsam seine Identität muss finden. Es muss herausfinden, wer bin ich, was will ich, wohin will ich. Und das sind Entwicklungsaufgaben, die man muss meistern. Und ganz wichtig, die Familie spielt in dieser Zeit immer eine weniger wichtige Rolle, das heisst eigentlich eine Backposition. Also ich kann zu der Familie wieder andocken, wenn ich sie brauche, aber eigentlich muss ich mich nach außen entwickeln. Ich brauche Freunde, ich brauche Gleichaltrige. Kann man nicht sagen, das kommt jetzt einfach alles ein Jahr später. Jetzt haben wir, jetzt sagen wir mal, so ein Zwischenjahr, wie wenn man noch nicht weiss nach der Schule, was man machen will. Jetzt haben wir so ein Zwischenjahr, es kommt dann alles noch. Ist es verlorene Zeit? Ich glaube, das sieht für jeden Jugendlichen und jede Jugendliche anders aus. Für gewisse, die zum Beispiel beliebt sind, ich glaube, das spielt eine grosse Rolle. Beliebte Jugendliche, die haben wahrscheinlich mehr Widerstandsfähigkeit, weil sie über das Chatten, über die digitalen Kontakte die Anerkennung spüren. Aber gerade Jugendliche, die sehr unsicher sind, die sich am Finden sind, die nicht wissen, woher gehöre ich, wer mag mich überhaupt. Das sind junge Menschen, wo eben für die sind wenige Monate eben schon sehr entscheidend und sind eben die Austausch sehr entscheidend. Und was mich
schon eine Belastung für die jungen Menschen, was man immer wieder hört, zu viel Familie und zu viel Kontrolle von der Familie. Es wohnen ja schließlich nicht alle Jugendlichen in einem Einfamilienhaus mit Garten, wo sie sich können die Keller runter zum Hockeyspielen zurückziehen, sondern häufig sind das 60 Quadratmeter mit 3 Kindern und die sind alle aufeinander oben und die Eltern haben eine Dauerkontrolle über die Kinder. Und ich glaube, das sind eben Aspekte, wo wir uns, gerade unsere ältere Generation, uns nicht bewusst sind, was eben Freiheit früher noch bedeutet hat und was für die Jugendlichen heute im Moment nicht möglich ist. Wir haben das viel zu lange schlittern. Das Selbstwertgefühl oder auch, wo sich die Jugendlichen und Kinder beweisen können. Momentan funktionieren sie zuhause, vor allem die meisten. Die einen können jetzt wieder in die Schule, aber gleich, wo sie sich beweisen können, ihr Selbstwertgefühl könnt aufbauen. Frau Stamm sagt, die einen haben es ein bisschen leichter, die anderen ein bisschen weniger. Würden Sie sagen, ja, das stimmt. Also Beliebte haben es einfacher. Also ich möchte allem zustimmen. Ich denke, es kommen einfach noch viele verschiedene Faktoren dazu. Und wie Frau Professor Stamm auch sagt, bei jedem Kind und Jugendlichen ist es auch ein bisschen anders. Jetzt für den einen ist es zu viel Familie, da wird der Ablöseprozess wie blockiert und ist nicht ermöglicht. Es gibt aber auch Familien, da ist es viel zu wenig Familie. Also wir haben zum Beispiel im ersten Lockdown gab es eine kleine Gruppe von Kindern und Jugendlichen, die gesagt hat, es war für sie auch eine gute Zeit. Und was haben sie gesagt, was für sie gut war? Es war gut, endlich muss man nicht immer ganz, ganz viele Termine managen, damit ich meine Eltern überhaupt noch sehe. Ich habe mehr Zeit mit den Eltern gehabt. Und in der Schule gab es weniger stressige Auseinandersetzungen mit anderen. Das sind eben die, die vielleicht nicht so, es sich nicht so leicht tun, oder? Die haben das als bisher Auszeit erlebt, oder? Das ist aber ziemlich schnell gekippt. Es war interessant zum Sehen, was auch helfen kann, zum Beispiel, dass man in der Schule auch die Stressoren ein bisschen variieren kann. Da hat man ein bisschen was in der Hand. Also das kommt noch dazu. Aber ja, es fehlt ihnen das Umfeld, wo sie sich entwickeln, wo sie schöne Erlebnisse haben, wo sie auch mal sehen, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen. Das ist wie weggefallen. Wie schwierig haben Sie das Gefühl, wenn man mit Jugendlichen redet, kommt ja sehr häufig auch, dass sie eigentlich nur noch in zwei Rollen so von der Außenwelt und von der Politik wahrgenommen werden. Einerseits als Schülerinnen und Schüler, wo wir schauen müssen, dass die jetzt ihre Ausbildung geniessen können. Und andererseits im Zusammenhang mit Corona natürlich das Infektionsrisiko, das entweder von ihnen ausgeht oder eben nicht, oder wie sie es verbreitet. Und irgendwie anders ist in dieser ganzen Diskussion, was man alles machen muss, wie man muss helfen muss, wo man muss Geld sprechen muss und. Findet sie wie nicht statt? Ja, da hat es jetzt auch wieder verschiedene Aspekte drin. Also was mir eigentlich auch sehr wichtig wäre, ist, dass man das sehr differenziert anschaut. Auch zum Beispiel nicht nur sagt, die Schule muss offen bleiben für die Schüler, sondern, was ich dazu auch immer sagen will, man muss die Schule auch unterstützen. Man muss sie befähigen, dass sie zwar einerseits den Unterricht sozusagen vermitteln kann. Man muss sie aber auch unterstützen, dass in dieser Schule Kreativität möglich ist. Ich habe zum Beispiel auch mal auf eine Frau gesagt, ja, mehr rausgehen zusammen. Wir müssen wirklich mal out of the box denken, denn die Schutzkonzepte sind mit dem normalen Schulbetrieb sehr schwer umzusetzen. Und da fragen sich die Jugendlichen auch. Ich finde, der Impuls kam von den Jugendlichen mindestens genauso, warum sollen wir keine Masken anziehen? Wir wollen raus, wir wollen in die Schule, wir wollen Sachen machen können, aber wir wollen unsere Familie ausschützen. Also ich finde, auf die Frage, wir sollten die Jugendlichen auch öfters einbeziehen in solche Überlegungen, was jetzt helfen wird. Also ist das etwas, wo Sie jetzt gerade jetzt aus erziehungswissenschaftlicher Sicht festgestellt haben, im ersten Lockdown, also da ist man mal ein bisschen daheim. Dann haben wir weniger Prüfungen, wir haben weniger Vorträge, wir haben jetzt mal das Homeschooling, es ist alles so ein bisschen lockerer. Dann hat man das auch mal eine Zeit lang ein bisschen genossen, nicht? Zwischen jüngeren Kindern und Jugendlichen hat es, glaube ich, schon ein bisschen anders ausgesehen. Also die Jugendlichen haben sich, glaube ich, im ersten Lockdown, viele Jugendliche haben sich noch können über Wasser halten und relativ gut reinschicken in diese Situation, wo es aber zum Teil schon grössere Probleme gegeben hat. Das war in der Familie mit jüngeren Kindern gewesen, weil die Eltern ja von einem Tag auf den anderen auch viele sind ins Homeoffice gekommen. Sie haben sich plötzlich müssen neu organisieren.
Und ich glaube, am Anfang hat die Digitalisierung, der Fernunterricht hat eben schon nicht überall so gut geklappt. Es sind ja extreme Unterschiede gewesen, wie die Schülerinnen und Schüler beliefert worden sind, wie man den Kontakt gesucht hat zu ihnen, wie man sie unterrichtet hat. Und ich glaube, das ist zum Teil schon eine schwierige Situation gewesen. Ich würde einfach gesamthaft sagen, von dieser ganzen Pandemie bis jetzt gibt es, oder vor allem, wenn wir uns auf den ersten Lockdown uns noch ein bisschen fokussieren, gibt es schon einen Teil der Kinder, man sagt laut Studien, etwa ein Drittel der Kinder hat profitiert. Das muss man auch sehen. Also das sind die? Die nicht beliebt sind, oder aus ihrer Aussage von vorher, oder was? Oder also die Disziplinierten? Sind vielleicht ein bisschen die Nerds, die sich selber organisieren können, die sich gerne zurückgezogen haben, die in ihrem eigenen Tempo arbeiten können, die auch Eltern haben, die ihnen den Raum gegeben haben, wo man auch sieht, dass die Schule mit ihrer getakteten Struktur nicht allen Kindern gleich gut tut. Es gibt auch solche, die dieser nicht getakteten Struktur sehr profitiert haben. Und da gibt es etwa ein Drittel, wenn man jetzt diesen Studien folgt, ein Drittel, wo wirklich ein bisschen ab dem Stängeligkeit sind. Also, wo eigentlich sich ausgeklinkt haben, wo man gar nicht mehr recht erreicht hat, wo nicht mehr viel gemacht haben, wo wahrscheinlich grosse Lücken haben. Und ein Drittel, wo dann so halb dabei geblieben ist. Und es ist einfach für mich als Erziehungswissenschaftlerin ist schon die grosse Frage, jetzt gesamthaft auch, wenn man jetzt gerade ein bisschen auf die kleineren Kinder schaut, also ich würde sagen, noch Primarschüler schaut, wie wichtig das die Eltern geworden sind in dieser Zeit. Also Eltern, die können managen, die können Stresscoach sein, die können helfen, die können Plätze zur Verfügung stellen. Die Kinder haben eindeutige Vorteile und die Eltern, die das nicht können, die Eltern, die selber Schicht arbeiten, die Eltern, die keinen Platz können zur Verfügung stellen können, kein Endgerät zur Verfügung stellen, dort hat es einfach nicht funktioniert. Frau Walitza, aber Sie haben vorher gesagt, der Stress von der Schule tut auch nicht allen Kindern gut. Auch gerade den Kindern, die Sie zu tun haben damit. Also man muss die Schule mehr unterstützen, man muss auch out of the box denken. Aber jetzt die profitiert haben bis jetzt, was man so weiss, das ist ein Drittel und die anderen zwei Drittel scheinen doch besser zu funktionieren mit engen Strukturen, mit Vorgaben, mit ein Stück weit auch Kontrolle. Die ist natürlich auch weggefallen, wenn der Präsenzunterricht nicht mehr so da ist. Und der kann nicht einfach nur von den Eltern wahrgenommen werden. Wir haben ja auch eine Befragung gemacht und haben gesehen, die Familien, die mithelfen können, die Modelle sind, wo es Garten gab, Balkon, denen, auch unseren Patienten, ging es besser vorübergehend. Also das hat dann schon auch wieder ein bisschen abgenommen. Aber die anderen zwei Drittel, die Sie jetzt nennen, für die Struktur, und es ist auch für Erwachsene so, wenn die ganze Struktur weggeht, dann wird es viel schwieriger. Und die Struktur ist natürlich schon eine ganz große Hilfe, auch für die Eltern, die jetzt das nicht alles kompensieren können und sogar mal schön finden, oder, dass man das jetzt alles zusammen macht für eine Weile. Und je mehr Familien eben benachteiligt sind, umso mehr brauchen sie auch diese Struktur. Denn sonst hängt das meiste an den Eltern oder noch mal mehr an den Müttern, die das kompensieren müssen und nicht mehr kompensieren können. Die müssen dann ja auch maximal flexibel sein mit der Arbeit. Und dann ist mir aber schon nochmal wichtig, weil Sie das mit dem Stress in der Schule angesprochen haben, zu sagen, ich glaube, wir müssen, und wir haben jetzt doch alle uns neue Modelle überlegt, out of the box sind kreativer geworden. Wir Ärzte machen Telemedizin zum Beispiel. Das war ja vorher auch nicht möglich. Telemedizin. Tele. Also wenn die Patienten... Telemedizin. Ja, das auch. Ah, ja, genau. Sowieso. Aber ich denke schon, man müsste die Kinder, die jetzt, Sie haben vorher gesagt, man kann sich jetzt Nachhilfe leisten, aber das müssen wir müssen schauen und das durch die Schule vorhalten, oder? Schauen schon, wo ist denn ein Kind nicht so gut mitgekommen, wie können wir dieses Kind unterstützen? Und können wir nicht in den Prüfungen, also jetzt haben wir ja gerade wieder neue Variante, Prüfungen nur im Präsenzunterricht, das sind jetzt dann wie doppelt so viele Prüfungen.
könnte man da vielleicht, wenn ich da mal denken darf, aus meinem Gebiet vielleicht mehr mündlich miteinander drüber sprechen, müssen das so viele Prüfungen sein. Also mir ist schon wichtig, ich habe auch versucht bei Mitarbeitern zu sagen, bitte konzentrieren wir uns nur noch alle aufs Kerngeschäft, lassen wir ein paar Sachen machen, wir müssen priorisieren und das würde ich mir wünschen, oder, dass wir den Stress da auch ein bisschen reduzieren. Ja. Aus Ihrer Erfahrung gewöhnt man sich, also jetzt verlieren wir die Struktur, am Anfang finden wir das vielleicht noch lässig, irgendwann fehlt sie uns. Gewöhnt man sich daran und ist es, je länger man andauert, den Weg zurück, ein schwierigerer oder täuscht das? Also es hat sich jetzt in der Corona-Zeit nochmal ganz klar gezeigt, wie wichtig diese Struktur ist. Das wissen wir aber auch schon vorher. Bei ganz, ganz schlimmen Erlebnissen oder Traumata wissen wir, dass die Kinder, Jugendlichen und auch Erwachsenen möglichst neben der Therapie immer ihre Struktur brauchen, dass ihr Alltag einen Morgen hat, einen Mittag, auch das Essen, dass wir da gemeinsame Mahlzeiten haben, ist ganz, ganz wichtig. In der Corona-Zeit haben sich ja auch wieder mehr Essstörungen entwickelt, wenn diese ganze Struktur fehlt und man da auf sich zurückgeworfen ist. Also Essstörungen in beide Richtungen? In beide Richtungen, oder? Dass man vielleicht gar nicht dran denkt oder dass man den irgendwas noch kontrollieren können möchte, dann zum Beispiel das Essen kontrolliert oder sagt, in zu wenig Essen, sagen wir jetzt mal. Wenig Essen oder dann eben als Kompensationsmechanismus isst. Aber was ja auch, wenn die Struktur fehlt, was wir auch gesehen haben im ersten Lockdown, und das war jetzt wirklich ein negativer Effekt, dass der Medienkonsum doch drastisch zugenommen hat. Und da sehen wir sogar, dass die Jugendlichen mehr betroffen sind als die jungen Erwachsenen. Also wir haben Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene in der Allgemeinbevölkerung untersucht. Und der ist tatsächlich in Richtung pathologischer Medienkonsum gegangen. Sucht. Bei jedem dritten Jugendlichen. Und das ist natürlich, wenn da keine Struktur ist, dann wird das auch als Strategie, wenn man den Tag bewältigt, außer diesem unterschiedlich funktionierenden Unterricht benutzt, natürlich. Es ist ja auch wichtig, man braucht es für die sozialen Kontakte, aber viele konnten dann immer aufhören, haben dann gesagt, ich mache das, bevor ich ins totale Loch falle. Also wir haben das auch ein bisschen dann erfragt, warum denn so viel Medienkonsum in dieser Zeit. Also die Struktur ist ganz wichtig. Stichwort, wenn wir jetzt bei dem vielleicht gerade wenn wir mal anknüpfen, Fernunterricht, oder? Also es ist natürlich schwierig, am Geschichtslehrer zuzuhören, wenn man aber durch gerade noch online am Gamen ist. Auf der anderen Seite ist es nicht auch so, dass man am Anfang eine gewisse Zeit gebraucht hat, auch die Schule, um sich also auf diese Art von Fernunterricht einzustellen. Wobei jetzt beim zweiten Lockdown, muss man sagen, haben auch Schulen oder hätten auch die Schulen einen Sommer lang mindestens Zeit gehabt, um gewisse Sachen zu verbessern. Wenn Sie jetzt so ein bisschen aus Ihrer Erfahrung, die Sie machen, Sie haben gesagt, es gibt riesige Unterschiede. Solche, die es ganz gut machen und solche, die es schwierig ist, anschauen. Wie gross ist da der Nachholbedarf wirklich? Also ich glaube grundsätzlich, wenn wir auch schauen, was hat der Lockdown gebracht? Positives. Also, wir wollen ja das Glas auch halb voll sehen irgendwo. Und dann ist sicher, dass mit dieser Digitalisierung in den Schulen ein riesen Sprung stattgefunden hat, wo wir wahrscheinlich sonst noch 3 Jahre gebraucht hätten. Und man kann sagen, hat flächendeckend funktioniert? Ich würde einfach sagen, grundsätzlich, ich könnte jetzt nicht sagen flächendeckend, aber ich glaube, wenn wir jetzt zum Beispiel uns mit Deutschland vergleichen, Deutschland hat nach wie vor grosse Probleme, dass nur jede Schule genug Laptops hat, genug Endgeräte hat, dass sie überhaupt die technische Grundausstattung können gewährleisten. Und das ist bei uns, glaube ich, was man hört und was man liest und was die Studien zeigen, ist doch relativ gut. Und ich glaube, dort hat einfach grundsätzlich hat in allen Köpfen, sage ich einmal, hat ein bisschen ein Paradigmawechsel stattgefunden. Wie es dann in der Praxis aussieht, das ist sehr unterschiedlich. Und wenn ich jetzt höre, was jetzt in diesen verschiedensten Quarantänen, wo in allen Schulen überall immer wieder läuft, wie dort das gehandhabt wird, ist nach wie vor sehr unterschiedlich. Es gibt Lehrpersonen, die
jedem Drittklässler so ein dickes Pack, also in ein riesen A4-Kuvert reinpacken und mit dem Velo von Familie zu Familie fahren und jedem Kind so ein dickes Pack Arbeitsblätter für die ganze Woche bereitstellen. Und es gibt andere, die am Montagmorgen um 8:30 eine Videokonferenz machen und sagen, jetzt machen wir das und das und das. Und am 10 Uhr klinken wir euch wieder einklinken und so weiter. Also es gibt ganz grosse Unterschiede. Ich will überhaupt nicht werten. Ich will einfach sagen, was noch nicht klappt und wo ich das Gefühl habe, wahrscheinlich haben die Schulen einfach viel zu wenig Zeit für das, ist das Gute des analogen, also des traditionellen Unterrichts rauszunehmen und auch zu sehen, zum Beispiel, wir haben ja auch kennengelernt, was Beziehungen bedeutet. Lernen ist Beziehung und nicht nur digitales Bearbeiten. Dass das Analog, das Gute vom Analogen, vom traditionellen Unterricht und das Gute vom digitalen Unterricht, dass er das zusammennimmt und irgendwie in gute neue Formen bringt. Und die Schulen haben einfach gar keine Zeit gehabt, einmal zu verschnaufen. Und auch, wenn ich das noch nachschieben darf, wir haben auch im Gegensatz zu Deutschland keine Diskussion über die Kinder, die jetzt eindeutig hinterher geraten sind. Zum Beispiel in Österreich und in Deutschland hat es schon im letzten Jahr, im Herbst spätestens, einen Nachholpakt in der Schule. Man hat diesen Kindern Angebote gemacht, in den Ferien, am Wochenende, am Mittwochnachmittag, freiwillige gute Angebote. Und bei uns wird das einfach ein bisschen wegdiskutiert, obwohl wir alle wissen, dass das noch ein grösseres Problem geworden ist, wie das vorher schon war. Ist das ein Bedürfnis, das Sie feststellen, Frau Wolitza? Also, Sie haben vorher gesagt, die Schere geht weiter auf. Aber ist das ein Bedürfnis, oder Frau Stamm sagt es klar, einfach vernachlässigt worden ist, gar nicht stattfindet bei uns. Aber ist es auch ein Bedürfnis? Doch, das denke ich schon. Ich denke, alles, was Sie jetzt für die Schule gesagt haben, das gilt natürlich, wie unterschiedlich die sind. Das gilt natürlich, wie wir auch schon gesagt haben, für die Familien. Und das kann sich dann auch noch summieren, oder? Und dann steht ein Kind besonders schlechter da. Doch, ich denke, das ist ein Bedürfnis. Und ich sehe zum Beispiel, also die Schüler sagen nicht, ich will mehr lernen, ich will auch noch einen Ferienkurs. Aber bei uns in der Klinik, wir haben auch Klinikschulen, da sehe ich, wie zufrieden die Kinder und Jugendliche in diesen Schulen sind. Die haben da eine Mischung zwischen Lernen, Berücksichtigen, was aufgeholt werden muss. Die müssen ja oft viel aufholen, weil sie durch ihre Erkrankung da auch jetzt Lücken haben. Und Projekten, also in der Kombination. Und wenn man sie fragt, wie geht's dir, dann erzählen sie am liebsten, was sie da wieder, ja, es hat besser geklappt in der Schule, ich habe mich verstanden gefühlt, ich habe das Projekt gemacht, bin kreativ gewesen. Also wenn sie das sehen, also dann haben sie eben auch dieses positive Feedback. Wenn sie sehen, sie werden immer noch schlechter und können sich nicht mehr vergleichen, dann ist es natürlich eine Abwärtskaskade. Also ich unterstütze es absolut. Mein Plädoyer ist ja an die Politik, wir müssen unterstützen die Schulen. Ich sehe schon die Unterschiede, aber ich denke, wir müssen die Schulen auch noch mehr unterstützen. Genau. Wenn sie jetzt, wir haben alle zu wenig Zeit gehabt, deshalb brauchen wir mehr Unterstützung, oder? Da gäbe es viele Möglichkeiten, bis hin zum Essen in der Schule, oder? Mhm. Wenn die Kinder dann raus müssen, müssen sie vielleicht sich allein das Essen holen oder die Mutter hat Homeoffice und so weiter. Also das wäre jetzt im Moment wirklich gut, wenn's da, aber die Schule kann das nicht einfach so machen. Aber eben auch Unterstützung in anderen Bereichen. Und, Kann ich da noch schnell einklinken? Ja. Wir haben vorher gehört, das ganze Digitalisieren hat uns vorwärts gebracht, hat auch viel Gutes gehabt. Frau Stamm redet vom analogen Teil. Wenn ich jetzt einfach rein das Persönliche, also das sehen wir Erwachsene selber auch, wenn wir einen halben Tag oder einen Tag vor dem Computer sitzen, nur arbeiten oder nur Zoom-Meeting haben, es ist schwieriger, den anderen zu lesen, es ist schwieriger zu merken, wie die Botschaft ankommt. Vielleicht haben wir ein bisschen mehr Erfahrung und es fällt uns, also ringer nicht, aber wir können vielleicht besser damit umgehen als Jugendliche, die das noch nicht so haben. Also das ganze Persönliche, das wegfällt, jetzt nicht nur in der Peer Group, sondern einfach überhaupt. Alle Beziehungen. Also das ist ja eigentlich das, was
ganz schwierig ist. Unbedingt. Und deshalb sind wir auch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, wir wollen auch noch ein Statement machen zur Schule, oder? Weil die Beziehung eben fehlt, allein im digitalisierten Unterricht und weil das wesentlich ist. Aber um jetzt nochmal auf Kind und Jugendliche zu kommen, das sind ja auch nicht nur die Peers, sondern auch die Eltern sind jetzt vielleicht mehr da, aber die anderen, die Großeltern, die ja auch sehr, sehr viel hin kompensieren können in Familien, wo die jetzt vielleicht die Mutter schafft oder beide Eltern schaffen, die Beziehungen, wie wichtig die sind, das haben wir, glaube ich, in dieser Corona-Zeit gesehen. Vielleicht noch eins wegen dem halbvollen Glas, was ich auch im ersten Lockdown sehr stark sehen konnte, dass die Jugendlichen sagen, also diese Solidarität, wie die Leute einander helfen, die Nachbarn füreinander einkaufen, wie man was für die ältere Generation machen konnte, das hat denen sehr, sehr gut gefallen. Und es ist auch was, finde ich, was die Jugendlichen oft sagen, ich lerne, es ist nicht alles selbstverständlich, ich lerne aber auch, dass wenn wir das zusammen machen, dass es uns allen gut tut. Und das war natürlich in so einer Situation, das hat man sonst nicht so gespürt, man hat doch nicht für einen Nachbar eingekauft, oder? Das waren Dinge, die die Jugendlichen erlebt haben, die sie sehr positiv beurteilen. Also im halbvollen Glas noch bleiben. Also Sie haben das vorher angesprochen, die ältere Generation, die so sagt, ja, die sollen jetzt nicht so tun, wegen so einem Jahr mal so ein bisschen weniger in Ausgang zu gehen. Wenn wir jetzt das aber anschauen, also die Solidaritätswelle, gerade im ersten Lockdown, da haben die Jungen sich freiwillig, ohne Kontrollen und ohne Pusher, gern engagiert, haben geholfen, haben sich auch sozial betätigt. Jetzt könnte man ja wieder sagen, das lernt, das ist nicht wie Französisch und Mathe lernen, aber das lernt man auch fürs Leben. Das würde ich auch noch in die Diskussion einbringen, genau das Stichwort. Ich glaube, wir reden immer nur vom stofflichen Lernen, vom schulischen Lernen, ob sie jetzt 20% mehr gelernt haben oder weniger. Aber um was es ja eigentlich auch geht, sind die Lebenskompetenzen lernen. Also im Lehrplan 21 redet man von den überfachlichen Kompetenzen. Und mit dem zum Beispiel der Solidaritätsgedanke, den Sie jetzt erwähnt haben, der ist extrem wichtig gewesen, dass sich die jungen Menschen so haben können einbringen und auch einmal zeigen, dass sie empathisch sind, dass sie etwas können tun für die anderen und das auch gemacht haben. Und jetzt ist die Situation für mich eher so, dass man eigentlich die Solidaritätsfrage auch ein bisschen umkehren müsste. Und mal fragen, was könnte denn die ältere Generation für die jüngere tun? Weil inzwischen ist es ja so, dass wir jetzt so weit sind, dass die jungen Menschen zum Teil merken, ich musste die Lehre abbrechen, ich kann sie nicht weiterführen. Ich finde keine Lehre, weil ich kann nicht schnuppern. Ich bin jetzt an der Uni, aber ich hocke weiterhin in meinem Kinderzimmer. Ich bin noch gar nicht an der Uni. Und eigentlich das Studium wäre ja eine Lebensform des Kollektiven. Also es wäre eigentlich das Leben ausprobieren. Und der jungen Generation, der Generation Corona, steht vielleicht ein riesen Schuldenberg bevor, wo sie letztlich mühend mittragen. Und ich finde, die ältere Generation müsste eigentlich sich auch selbstkritischer anschauen und nicht nur immer die junge Generation als die Generation Narzissmus oder so darstellen, dass die sich wollen, eben verwirklichen, sondern auch, was wir denen eigentlich übertragen an wenig rosigen Zukunftsaussichten. Und da hätte ich mir gewünscht, dass man auch in der Taskforce in unserer Bundesregierung auch mehr solche Gedanken eingebracht hätte, die man ja gar nie gehört. Also Hoffnung ist ein Wort, das ich glaube noch nie gehört habe bei der Regierung und auch in der Taskforce nicht. Ist halt so ein wenig fassbar, aber wenn wir jetzt vielleicht bei dem bleiben, oder? Also Sie haben das am Anfang gesagt, Hilflosigkeit, Unsicherheit, Perspektivenlosigkeit. Gehört da drin rein, nehmen Sie das auch wahr, dass die Jungen mittlerweile eben realisieren, was Frau Stamm sagt, was die Massnahmen, die Einschränkungen, die wir jetzt haben, für Folgen haben, für einschränkende Folgen haben auf ihr eigenes Leben. Weil, also nicht nur zahlen, sondern halt eben vielleicht mit Lehr, mit Weichenstellungen, die anders gehen als geplant, die vielleicht nicht mehr korrigiert werden können.
Ja, aber sie leiden wirklich auch jetzt, jetzt und nicht nur bei der Vorstellung, wie wird es dann später. Sie sind jetzt im Moment schon stark betroffen. Und deshalb muss ich auch nochmal sagen, steigern ja bei uns die Zahlen so enorm. Und es ist ja jetzt nicht nur die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Wir sind ja wie die letzte Wiese, sage ich jetzt mal. Und wenn bei uns die Notfälle und die Sorgen schon so ansteigen, also ich sage jetzt im letzten Monat ja um 100% im Vergleich zu 2 Jahren vorher. Das sind von 160 Notfällen, sind es jetzt 350 pro Monat Notfälle. Die sind wirklich verzweifelt. Aber auch in andere Institutionen, Schulpsychologen, Sorgentelefone, überall sagen die Jugendlichen doch viel mehr, helft uns. Jetzt. 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 Und schon, sie sagen schon, auch, wie wird es mit meiner Lehre, wie wird es später, aber helft uns auch jetzt. Und es sind schon jetzt mehr, als dass man nur sagen könnte, da muss man doch einfach durch. Und es sind ja auch Erwachsene, die sagen, helft uns jetzt. Aber Ja, ich habe sind, schon ja. das Und die jungen Gefühl, Erwachsinnen, die jungen Erwachsenen, die auf dem Weg in den Beruf sind, die ja, ja auch, aber auch oder? die mittleren Erwachsenen und die jetzt ihre existenziellen Sorgen haben, und da hören wir immer hin, habe ich das Gefühl, oder noch im Moment noch mehr als auf die Sorgen von der Jugendlichen. Bei der Jugendlichen kommt sowas, ja, da muss man jetzt durch, aber das ist für die genauso. Für ich sage, das ist eigentlich doppelt belastend, weil sie sehen die Sorgen ihrer Eltern, der Gesellschaft. Sie haben ihre eigenen Sorgen, was sie alles nicht mehr machen können, wo sie sehen, sie haben jetzt Grenzen. Und sie haben, und das haben wir noch nicht so angesprochen, sie haben weniger Kompensationsmechanismen. Die lernt man ja erst mit zunehmendem Alter. Sie sind dem noch viel offener ausgesetzt. Und deshalb finde ich auch, es muss jetzt geholfen werden. Denn das kann man nicht einfach erwarten, dass man die jetzt schon so hat wie ein Erwachsener. Es ist einfach interessant, dass die Themen, Sie haben ja das schon in der Zeit, im Artikel in der Zeit gesagt, und Sie haben auch geschrieben, dass Sie glaubt sich sind Sie an die Taskforce gelangt und haben das Problem ja an oberster Stelle eingebracht. Und ich bin einfach erstaunt, dass man das nicht genereller aufnimmt, also nicht grundsätzlicher aufnimmt. Weil das ist ja, man sagt immer, die Jugend ist unsere Zukunft, und das ist auch heute noch so. Und darum müssten wir da viel betroffener sein. Und das wird irgendwie nicht recht gehört. Oder man tut es wegschieben. Ich tue das ein bisschen mit Befreunden beobachten, dass man das nicht mehr zum Thema macht. Und am Schluss von unserer Sendung, wir könnten abendfüllend diskutieren. Ich will gleich noch von euch beiden eine Einschätzung. Der gestörte, sage ich jetzt mal, soziale Umgang in dieser wichtigen Lebensphase, prägt das die Generation nachhaltig oder überwindet sie das? Also ich denke, was ich eben von vielen Jugendlichen gehört habe, wir wissen später mal, das ist alles nicht selbstverständlich. Ich denke, das wird auf jeden Fall bleiben. Es wird ihnen was fehlen. Sie werden fragen, warum habt ihr uns da nicht geholfen? Aber ich bin noch zuversichtlich. Aber es braucht wirklich unsere Unterstützung. Also ich würde es auch so sagen. Ich finde, wir haben ein paar Leuchttürme in der Schweiz, wo das relativ gut macht. Ein Leuchtturm ist zum Beispiel Taskforce Berufsbildung, wo im letzten Mai eingesetzt worden ist, und dort tut man ganz gezielt den jungen Leuten jetzt helfen, dass sie den Weg finden, Corona-bedingten Weg finden, in eine Schnupperlehre, in eine Berufslehre oder in diesen Weg hinein. Und wenn es uns würde gelingen, dass man zwar die Jugendlichen durchaus auch widerstandsfähig werden, weil das ist ja auch eine Lebenskompetenz, aber sie unterstützt auf diesen Wegen. Und wenn man mehr solche Angebote würde lancieren, könnte ich mir vorstellen, dass man das auch ins Positive wenden könnte, dass man eben solche Erfahrungen gemacht hat, aber dass man jetzt auch auf dem schwierigen Weg ins Leben unterstützt wird. Und das würde ich mir wirklich wünschen, und ich hoffe, dass die Politik da stärker das aufnimmt, wie bis jetzt. Wir werden nicht das letzte Mal darüber geredet haben. Vorerst ganz herzlichen Dank, Margit Stamm, Susanne Walitza. Konkret zu der Generation Corona, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, Kinder und Jugendliche leiden zunehmend unter Einsamkeit und Zukunftsängst. So viel für heute. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Jetzt dann gerade TLZ aktuell mit den jüngsten Meldungen aus der Region. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Unterhaltung. Auf Wiedersehen miteinander.